Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda wünsche ich euch. Meine erste Nacht in Uganda liegt hinter mir. Ich war hier im Secrets Guesthouse in Entebbe. Lecker. Hier fallen die Avocados von den Bäumen. Ich muss noch ein bisschen leise sein. Wir hatten echt ein starkes Gewitter und es ist immer noch Stromausfall. Alle schlafen noch. Ich bin die Einzige, die wach ist. Aber da kann ich schon mal diesen wundervollen Garten erkunden. Noch ein Avocado-Baum. Schaut mal, dort oben hängt eine. Die sind richtig groß, mein Fuß dagegen. So, hier ist der Frühstücksraum. Noch keiner da? Ich hatte Frühstück so um 7 bestellt, jetzt ist es 7.05 Uhr. Mist, das ist Afrika. Um 8 kommt schon der Fahrer und dann fahren wir zu den Sibi Falls. Da wird er wohl warten müssen. Na, ich guck mal, ob ich jemanden finde. So, der erste Gang ist gekommen. Banane, Ananas, Mango, lecker. Thank you. Die erste Station meines Trips hier in Uganda werden die Sibi Falls sein und da fahren wir jetzt hin. Auf zur Rafiki Lodge in Sibi. So, ich sitze jetzt hier im Auto. Ich war schon am Geldautomaten und jetzt wollen wir zu den Sibi Falls fahren. Das dauert allerdings den ganzen Tag. Also hier kommt heute nur fahren, fahren, fahren inspo. Und morgen geht es zu einer Wanderung zu den Wasserfällen. Und ja, schauen wir mal. Der Fahrer ist jetzt gerade die Dollar umtauschen, die ich mitgebracht habe. Und ich habe inzwischen auch am Geldautomat Geld geholt. 300 Euro sind circa 1.200.000 Schilling. Und ja, ansonsten ist es schön, richtig wieder mein Afrika, wie ich es liebe. Die Temperaturen sind angenehm, nicht so heiß. Es sind jetzt, glaube ich, 25 Grad. Und da hinten, da sieht man zwischen den Häusern den Viktoriasee. Jetzt gibt es einen Strafzettel, aber der Fahrer kommt schon. Jetzt gibt es ein bisschen, ein paar Schilling extra. Und dann dürfen wir weiterfahren. Wir sind an einer Mautstelle. Wir fahren jetzt nach Kampala. Wir haben hier kurz angehalten und jetzt wollen die uns hier Bananen oder Fleisch oder irgendwas verkaufen. Hähnchen gefällig?
Der ist ja auch mutig, mich hier einfach alleine sitzen zu lassen. Weiß gar nicht, wo er hingegangen ist. Da ist noch mehr. Ganz spannend hier bei mir drin. Wir sind jetzt im Bale angekommen und wollen hier Mittagessen. Seht mal dort vorne der Berg, das ist der Mount Elgin. Der ist 4300 Meter hoch. Sieht man ihn gar nicht an, oder? So, wir essen jetzt hier zu Mittag. Richtig lokal, wie ich es mir gewünscht habe. Und die Stadt heißt Mbale. So, mein Guide ist hier in der Apotheke. Und ich gehe mal hier so ein bisschen spazieren, bevor er wiederkommt. Richtig afrikanisch hier. Da drüben steht übrigens das Auto, mit dem ich unterwegs bin. Da sieht man den Berg noch mal sehr gut, den Elgon. Ich finde immer, man sieht den gar nicht die Höhe an, aber es ist hier ja an sich schon bei 1300 Metern hoch, wo ich jetzt hier stehe, und dann noch mal 2000, das kommt schon hin. Die ganze Natur und die Gegend hier, die ähneln unheimlich Marangu am Kilimandscharo. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Wow, ist das nicht mega? Ich habe hier kleine Gesellen gefunden. Hallo! Wir sind an der Unterkunft angekommen und jetzt gibt es eine kleine Roomtour. Und schaut mal hier, was in meinem Vorgarten wächst. Die Bananen. Das ist erstmal mein Ausblick. Mega, oder? Wie findet ihr den? Und das ist mein Bungalow. Darf ich vorstellen? Wir sind in der Rafiki Lodge. Hier draußen ist Vorsicht geboten, sind immer wieder kleine Affen. Das ist mein Bett. Und hier geht's ins Bad. Mit Toilette und Dusche. Also allein schon der Ausblick. Ich werde die Gardine morgen nicht zumachen und dann wache ich morgen früh auf mit diesem Megablick hier. Wow! Aber jetzt genieße ich erstmal ein bisschen Freizeit. Zum ersten Mal, dass ich hier Freizeit habe, seit ich gelandet bin. Und ich habe gefragt, ich darf ein bisschen durchs Dorf spazieren. Oh, der Ausblick ist einfach Hammer, oder? Mega! Ja, ich packe jetzt so meinen Krempel zusammen und dann geht's durchs Dorf. Oh yeah, endlich kann ich mich ein bisschen bewegen. Und wen treffen wir da? Bin ich hier nie alleine. Jetzt habe ich schon den nächsten hinter mir im Schlepptau und da steht auch noch einer. Und vor mir stehen auch noch zwei. Aber ja, so hat man halt immer Gesellschaft. Hier der Ausblick zur anderen Seite. Da sind die kleinen Farmen mit ihren Plantagen. Wen
wohnen bestimmt dort oben. Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda wünsche ich euch. Ich habe hier schon heute einiges an Randale gemacht. Es war wieder kein Strom, als ich erwacht bin. Also es ist immer noch kein Strom. Und dann wollte ich aus dem Fenster gucken und hatte aber die Gardinen vorgezogen und habe erstmal die Gardinenstange runtergerissen, weil ich nichts gesehen habe im Dunkeln. Und jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach Strom, denn der Bungalow dort hinten, die haben Strom. Ist natürlich blöd, ich habe jetzt nur noch 10%. Die Handys sollten über Nacht laden. Und schauen wir mal. Ich gehe jetzt einfach hier mal um den Bungalow rum, um zu gucken, ob hier irgendwo ein Sicherungskasten oder so ist. Bei der Lampe was ist. Die hat ja einen riesigen Kasten. Nein, ist nur ein Betonklotz. Hier sind übrigens Bananen. Lecker. Das sind Kochbananen, glaube ich. Wow, schaut euch mal den Sonnenaufgang an. Draußen habe ich nichts gefunden. Hier liegt die Gardinenstange, die muss da oben wieder eingehangen werden. Ach! Sind doch alle an, oder? Oder müssen die unten sein zum Ansehen? Nee, unten ist aus. Sicherungsproblem. Zum Frühstück habe ich mir ausgesucht Toast mit Ei und dann gibt es noch eine leckere Gemüseplatte, nee, Obstplatte mit Orange, Ananas, Passion und Papaya. Und das bei dieser Aussicht. Zum Aufstrich gibt es Marmelade, Honig, und Peanut Butter. Woran ich mich immer wieder erinnere muss, ist, dass man hier kein Essen lagern kann. Das ist eine Brezel vom Flug.
Die war noch in meinem Rucksack. Dachte, wenn man mal Hunger hat, kann man die mal snacken. Aber nun nicht mehr. Da wohnen jetzt andere Tierchen drin. So, ich bin jetzt abmarschbereit. Voll im Outdoor-Outfit. Denn jetzt geht's auf zur Wanderung zu den Sippy Falls. So, ich stehe hier mit meinem Wanderstück. Mein Guide Thomas ist hier im Shop. Irgendwas einkaufen. Ich soll hier warten. Er achtet sehr auf mich, dass ich die überfahren werde. Und wir werden dort hinten entlang gehen. Ungefähr 12 Kilometer zu den Sippy Falls.